Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Im letzten Part haben wir Salazar besiegt, die Insel erreicht und sind mitten in einen Krieg geraten. Ah! Oh, fuck. Da hinten, wir müssen noch mit dem Händler plaudern. Hallo, red mit uns. Okay, wenn du unser Geld nicht willst, du stirbst sowieso. Der Typ da soll aber auch sterben. Wir wechseln zu einer Schnellfeuerwaffe. So... Ist hier noch jemand? Doch, da vorne. Händler, red mit uns, du bist in Sicherheit hier. Der macht hier mitten im Krieg so einen Waffen. Ach, ist ja auch egal. Ja, wir brauchen mal Erste-Hilfe-Spray hier. Oh, wir sollten zuerst mal was kombinieren, denn wir haben ja den Gold-Lux bekommen, den können wir mit Sicherheit mit dem Smaragd kombinieren. Nicht? Okay. Na dann nicht. Ja. Schade. Vielleicht dann mit was anderem, das wir noch finden. Wenn wir aber bis zum nächsten Händler nichts finden, mit dem wir das kombinieren können, werde ich den Goldlux alleine verkaufen. Aktualisiert. Das ist ja gar nichts aktualisiert bei dem. Vollidiot. Minenwerfer. Das wird klug sein, oder? TMP. Nee. Broken Butterfly. Kapazität. Ja, das ist gut. Tunen, noch was tunen. Gib beim Minenwerfer noch was. Die Ladegeschwindigkeit und das ist nicht verkehrt. Danke. Danke. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, 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 oh. Wir werden. Das war anders geplant. Scheiße. Die Ladegeschwindigkeit ist ja gar nicht erhöht. Jetzt aber wechseln, wechseln. Wechseln zu Minenwerfer. Wenn der Nunchuck irgendwie gehen wird. Ah, er geht. So, jetzt ist er nämlich an dem festgemacht und. Bam! Ja, genauso wie ich es wollte. Lebt noch einer, oder wie? Nein, alle sind sie tot. Wir sollten uns dringend heilen. Der scheiß Händler wollte uns aber kein Erste-Hilfe-Spray verkaufen. Deshalb müssen wir uns wieder... selber so ein bisschen heilen. Da warte ich jetzt noch, bis ich ein gelbes Kraut bekomme. Gut. Das reicht erstmal. Geh da rein. Ziemlich angespannt hier. Oh, jetzt sind wir in einem Gebäude drin. Schatz, cool. Nehmen wir gerne. Oh, wo ist jetzt Ashley? Das Ding rührt sich nicht. Cool. Ja, cool. Tritt sie halt ein. Oh, muss die Musik jetzt kommen? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hallo. Oh. Bam. Das tat weh. Das ist hier. Oh, cool. Brauchen wir alles. Und nehmen wir gern. Oh, hier alles voller Igitt. Dosen und Gläser, alles haltbar. Erinnert mich an meine Militärzeit. Ah. Ja, das ist das. Ih, da ist hier irgendwas verschimmelt. Oh, weh! Ekelhaft. Fleisch oder Schweine. Das Fleisch ist vergammelt, allerdings hätte ich jetzt gerne ein schönes Steak. Wie kann einem da der Appetit hochgehen? Ueh! Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber okay. What? What the fuck? Was hat der denn da drin gemacht? Also ist das so ein Ofen? Lol. Dem war wohl kalt. Ja, in dem Spiel frage ich mir gar nicht mehr. Oh, ein schöner Truthahn oder so. Obwohl... Ekelhaft. Maden. Weil das muss ordentlich stinken. Handgranate, ja cool.
Wie dreckig. Oh, ist das dein einziges Problem jetzt? War in dem Spiel jemals was sauber? Das Dorf war ja heruntergekommen. Ey. Oh, Ashley, ich höre dich, mein Schatz. Hallo, wo bist du denn? Wow, what the fuck? Was ist das für einer? Ein Riese. Man muss leider sterben. In den Arsch geschossen. Wir gehen zuerst hier runter, bevor wir in diese Tür gehen. Hallo, da ist noch so einer. So ein Riese. Ah! Wo kommt der? What the fuck, ey? Verpisst euch! Blendgranate, Blendgranate, Blendgranate. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh! Tschüss! Oh! Fuck! Sieht gar nicht gut aus für uns. Ich nehme den erste Hilfe-Spray jetzt mal. Auf mit dir, du Vollidiot! Mann! Bleibt er da stecken? Oh, eine Spinne. Hallo! Wieso bewegt sich das scheiß Nunchuck nicht? Hemmungen oder was? So, der große Arschloch lebt. Das große Arschloch lebt noch. Der lebt mit. Lebt noch. Der lebt noch. Wo ist er? Hallo. Komm her! Komm her! Komm her! Stirb! Wow, fuck. Der Nunchuck spinnt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Er chillt irgendwie sein Leben. Was haben die denn hier gegessen? Ja. Ein Schnitzel mit Pommes waren es nicht. So. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Müll. Noch mehr so. Sieht aus wie ein Weinkeller. Keine Ahnung. Ja, ich komm ja. Hörst du nicht den Lärm? Das bin ich. Das kann nur ich sein. Mensch. Ja, wir haben es kapiert. Du lockst doch nur noch mehr Wachen an. Behinderte. Was ist da? Oh, oh, das können wir aber kombinieren, oder? Roter Stein des Glaubens, ja, das bekommst du, Schätzchen. Untersuchen. Statue mit einem Stein, so ist es das. Oh, da kann man bis zu 3 Sachen reintun. Dann hoffen wir, dass wir noch mehr Sachen zum Reintun finden. So, ist da drin noch jemand? Bestimmt. Oh, Pistolmuni. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Katzin! Ashley! Oh, das ist nur so ein Kameraraum. Oh, hinter dir! Vergewaltigung! Scheiße! Lol. Ja, wie kann der uns sehen? Die Kamera war doch schon immer hier! Lol. Okay, wir wissen nicht, was jetzt mit ihr passiert. Amateurs. Und wieso kann man die... Just hang in there, wieso kann man die Kamera da abschalten? Das ist doch so unlogisch. Wir haben also ein neues Ziel. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der darauf kommt. Oder woher der jetzt weiß, wo genau das ist. Aber... It's a fucking video game! Oder so. Jetzt wollen wir natürlich auch Ashley finden. Oh, nee. Das gehört hier wieder dem einen Fettsack da. Wir laden nach. Und wir bauen dringend... Erste Hilfe. Oh, Händler. Gib her. Okay, wir machen jetzt zuerst noch das letzte... Schießen hier. Welcome. Wir nehmen das. Also, Zielschießen hier. Dann schalten wir die letzte Reihe der Sammelfiguren frei.
ich bin zitterig heute. Nicht die. Mensch. Was seht ihr, dass wieder der Sensor zittert? Was ist denn heute los mit dem? Nochmal die. Oh, was ist heute los mit dem Sensor? Heute ist die Technik Mist. Solche Tage kennt ihr sicher. Und wenn nicht, dann seid froh. Er schießt ab! So, wir haben Salas' Lache irgendwie gehört. So, sechs. Ich glaube, das waren alle. So, dann wäre das mit den Dingschießen hier auch beendet. 6, 4, das haben wir vollständig. Ja, cool. Jetzt fühlen wir uns cool. Oh, die sehen wir uns kurz an. Jupp, wir haben alle. Die werden wir uns alle dann noch im letzten Part genauer anschauen. Aber den Händler kann man bekanntlich nicht töten. Deshalb gehen wir jetzt zum Händler da draußen. Ja, dann ist du mir egal. Ich brauche erste Hilfe. Spray. Genau, das brauche ich. Und du hast es, lieber Händler. So, eine kugelsichere Weste habe ich hier gerade gesehen. Wo denn? Ah, hier. Sehen Sie sie hier. 30% weniger Schaden. Und die kaufen... Die brauchen wir aber... What are you selling? Mensch. Das brauchen wir hier nicht. Ah, oh, scheiße. Ja, dann werden wir den Goldlux jetzt schon verkaufen. Ah, die kugelsichere Weste bringt's echt. Is that all? Gut. Thank you. What are you buying? Gut. Oh, da haben wir natürlich jetzt nicht genug Geld. Für den Müll hier. Da braucht er uns nicht voll heulen. So, oh, wir haben sie sogar an. Ne, nicht immer mit dem Gewehr. Wir laden. Das kombinieren wir gleich mit dem. Wir nehmen die TMP, der etwas weniger Muni verschwendet. Denn mehr ist er uns nicht wert. Gut, cool. Ja. Hallo. Wie nett. Oh, sie leben noch. Mach auf den Schuppen. Hallo. Oh, da gibt's noch mehr. Jetzt aber. Oh nee, wow, die halten viel aus. Die sind jetzt, haben natürlich jetzt auch alle kugelsichere Westen an. Da. Sadler hat offensichtlich gut investiert in die Sicherheit der Angestellten. Oder kann man das Angestellten. Ach, ist doch egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Das ist hier drin. Oh, das brauchen wir gerne. Oder nehmen wir gerne. Und deshalb gehen wir jetzt hier rein. So, wo sind wir denn jetzt? Hier irgendwie kommt wieder die verstörende Musik. Speicher-Ding. Ist hier. Oh, cool. Habe ich nicht gelesen, was das ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist doch egal. Sind wir daneben beim Verkaufen? Ah, ist das die Tür hier? Die Abkürzung, die vorhin verschlossen war? Ja, ist sie. Gut.
Das sollte ich wissen. Oh, Ashley, wo bist du, Schätzchen? Los Illuminados. Warte mal, war hier was? Nein. Dreh dich um. Ist hier was? Fliegt hier ein Schatz runter oder so? Nein. Oh, hier hätte ich was versteckt als Entwickler. Oh nein. Dieser Raum ist scheiße, ich kann mich erinnern. Ich erinnere mich. Oh, kacke. Mir kommt jetzt noch ein Schauer im Rücken runter. Wenn ich daran denke, was uns hier erwartet. Wir kombinieren das mal mit dem hier. Was ist denn das? Sind wir hier überhaupt... Oh nee. Ich will hier nicht rein! Fuck, wieso kann der Part jetzt noch nicht beendet sein? Ich hasse das, was uns jetzt erwartet. Das sage ich euch. Seht's euch an. Sie scheinen eine Autopsie durchgeführt zu haben. Ja, cool. Ist doch mir egal. Mach auf hier, den Rotz. Bedienen, ja. Blau. Wieder ein kleines Rätsel. Grün müssen wir jetzt drehen. Genau. Und noch rot. Cool. Aber wieso freut es mich jetzt nicht, dass wir... Ja, ich will es nicht wissen. Kann man das nicht kaputt schießen, so? Und ja, es passiert gleich das, wovon ihr denkt, dass das passiert. Und ich hasse es. Ich hasse es. Aber was ist das? Louis' Notizwort, der war sogar hier. Die scheußlichen Kreaturen wie der Ei-Gigante und die... Novi blabla sind nur Nebenprodukte, die grausamen und unmenschlichen Experimente, die ihren Wesen vorgenommen wurden, die vorher Menschen waren. Aber eine Art unterscheidet sich deutlich von den anderen. Dies sind die Regenerado blabla. Die haben einen überlegenen Metabolismus dank dem verlorenen Körperteilen blitzschnell regenerieren. Also es könnte ich regenerieren, fertig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Durch diese Eigenart sind sie mit gewöhnlichen Waffen fast unbesiegbar. Aber jedes Lebewesen kann... Oh, ich kann nicht mehr lesen! Aber jedes Lebewesen kann getötet werden! Anscheinend leben Plagas in ihrem Körper, ähnlich wie Egel. Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen. Sie lassen sich nur mit Hilfe von Thermographie finden, um den Regenerierungsprozess zu unterbinden. Müssen die Plagas gefunden und zerstört werden. Soweit ich weiß, sind die meisten Regenerators von mehreren dieser Parasiten befallen. Um einen Regenerator zu töten, müssen alle Plagas vernichtet werden. Entweder Louis war vorher schon auf dieser Insel oder ist ein Geist, hat das geschrieben. So, was ist hier? Was für Experimente werden hier durchgeführt? Das war hier sehr schmerzhaft. Oh, richtig so mit so riesigen Häkelnadeln. Nein, nicht nehmen! Du Vollidiot! Nein! Ihr hört es. Ah! Fuck! Mein Hassgegner. Der gruseligste Gegner auch noch. Es kommt trotzdem auf uns zu. Ah! Hau ab, ich hasse dich! Ah! Verpiss dich! Fuck! Abhauen! Oh, kacke, ich hasse das Vieh so sehr. Das könnt ihr mir glauben. Denn wie Louis hier schon geschrieben hat, das Ding regeneriert sich blitzschnell. Es hat mehrere Parasiten und es ist fast unbezwingbar. Hier, es steht gleich wieder auf. Und das Stöhnen oder wie man... Das Keuchen von dem Vieh. Das macht mich fertig. Ah, es kommt auf uns zu!
Explodier doch! Ist es tot? Ist es nicht. Ist es nicht. Oh. Wir aber... Scheiße. Oh, es ist tot, es ist tot. Boah, habt ihr das gesehen? Jetzt ist es aber tot. Boah, Leute, ich kann euch sagen... Ich habe echt Angst vor dem Vieh, auch wenn das jetzt nicht gerade sehr... wie soll ich sagen? Wenn das gerade komisch klingt, aber... Boah, kacke, ich hasse die Viecher echt. Ja, ich habe die Viecher gesagt, also erwarten uns noch mehr davon. Und sie lassen nicht lange auf sich warten. Kacke. Wo? Boah, fuck, ich hasse das. Ah! Abhauen! Verpiss dich! Scheiße! Alle Gliedmaßen ab! Schieß doch! Stirb! Oh. Boah, wie ich die Viecher hasse, ehrlich. Nein. Bitte. Fickt euch doch, ihr scheiß Entwickler. Bitte. Ich war immer ein braver Junge. Ich will nicht. Es ist da irgendwo. Wo? Hau ab. Hier hinten? Oh, oh. Nein, bitte, komm schon. Ich bin brav. Kommt das hier durch? Kommt das hier durch? Das hat uns mal gesehen. Boah, mit der Broken Butterfly geht's gut. Geht's gut, 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 gut. Ja, stirb, stirb. Du Arschloch! Boah, Leute, das kann man sich nicht vorstellen, aber die Viecher hier setzen einen echt unter Druck. Ist echt so. Boah, Alter. Da kriegt man ja Zustände. Was ist das? Schlüsselcard. Nein, das will ich nicht. Ich will das echt nicht. Ich will da nicht rein. Zumindest nicht vor dem nächsten Part. Will ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Deshalb kann man das eigentlich... Oh, damit hätte ich es wahrscheinlich auch töten. Aber ihr seht schon, ich bin ganz gut in den Wind dank dem verdammten arschigen Drecksvieh. Wo ist der Speicher? Scheiße, ich möchte nicht mehr. Ich will nicht mehr. Fuck, wo ist der Speicher? Schreibmaschinen, scheiße, Ding. Hier ist er. Boah, kacke, Leute. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass noch mehr von den Viechern kommen werden. Ich bin nicht sehr begeistert, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Euch hat gefallen, wie ich mir in die Hosen geschissen habe. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann halt irgendwann beim nächsten Mal, falls ich jetzt nicht an einem Herzinfarkt sterbe. Danke fürs Einschalten. Tschüss.